Zunächst mal möchte ich mich bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken für wirklich den Diskussionsstoff, den Sie heute geliefert haben, für die Dinge, die wir von Ihnen heute lernen konnten. Mir war wirklich nicht klar, oder ich glaube, uns war nicht klar, weil wir haben das ja wirklich gemeinsam auch besprochen, in was für eine schwierige Situation wir Sie bringen, indem wir Sie bitten, mal auf die Zukunft der Landschaft zu blicken. Aber dummerweise sind wir natürlich gerade an der Hochschule durchaus gezwungen, über diese Fragen nachzudenken. Vielleicht nicht so langfristig zugegebenermaßen, aber es geht natürlich schon ein Stück weit darum, sich zu überlegen, wohin soll die Reise denn gehen? Warum tun wir das, was wir tun? Wir tun das ja nicht, um irgendwie kurzfristige Probleme zu beheben, sondern wir wollen langfristige Entwicklung damit auch in den Griff kriegen. Insofern verstehe ich auch, dass sich viele so ein Stück weit um die Frage, wie sieht es denn dann aus, ja, mit großen Mühen drumherum gefunden haben, versucht das ein bisschen so auszuskizzieren. Und Dina hat das sehr, sehr konkret versucht schon, hat da Mut bewiesen. Ich glaube, das braucht es auch zu sagen, ja, so können wir es uns vorstellen. Natürlich wird das nicht eintreten. Und ich fand das sehr schön, was wir vorhin gehört haben. Die Geschichte der Prognosen ist die Geschichte der kollektiven Irrtümer. Sie haben das so schön beschrieben. Aber auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, wie hätte sich Geschichte verändert, wenn es nicht immer wieder Menschen gegeben hätte, die auch den Mut gehabt haben, mal ganz weit vorauszudenken, auch den Mut gehabt haben, Fehler zu machen bei ihren Prognosen. Das finde ich durchaus auch noch einen interessanten Punkt. Ebenso wie die Pläne, die da unten an der Wand hängen, die vielleicht nie realisiert worden sind. Aber man kann sich auch fragen, inwieweit nicht realisierte Pläne, allein dadurch, dass sie mal gezeichnet wurden von jemandem, dass jemand mal darüber nachgedacht hat, bewusst, was er da tut. Und in dem Moment, wo diese Pläne auch irgendwann mal das Licht der Öffentlichkeit entdeckt haben, inwieweit nicht die auch Einfluss gehabt haben, dass sie nicht realisiert worden sind, das mag gut sein, das ist vollkommen klar. Aber was wäre denn passiert, wenn es nicht jemand gegeben hätte, der den ersten Strich mal auf einen Plan gezeichnet hätte, um dann zu sagen, lasst uns doch mal in die Diskussion kommen. Ich möchte aber mal die gleiche Frage an die Studierenden stellen, im Sinne von, wie würden Sie sich denn aus Ihrer Sicht diese zukünftige Entwicklung vorstellen, wenn Sie mal so ein bisschen drüber nachdenken, die kommenden 4 Jahrzehnte, wohin würde denn Ihrer Ansicht nach die Reise idealerweise gehen? Sie dürfen hier ruhig mal eine Idealvorstellung auch formulieren. Lotta. Also meine persönliche Meinung ist, dass man auf jeden Fall im großen Maßstab arbeiten muss, also nicht nur in kleinem Maßstab mit wenigen Leuten, sondern dass man halt die große Masse aktivieren muss, dass man dass die aktiv darüber nachdenken, wie man mit Landschaft und mit der Umwelt umzugehen hat. Ja, wunderbar. Interessante Frage auf jeden Fall. Und wir hatten jetzt vor einigen Wochen einen Kurzentwurf, ja, und da ging es ja auch um die Landschaft in, ich glaube, 40 Jahren war es. Und da wurde man ja auch vor die Frage gestellt, in der Perspektive, wie sieht denn so eine Stadt, in dem Fall war es eine Stadt, wie sieht so eine Stadt in 40 Jahren aus? Und es war für mich persönlich ganz schwer, sich da irgendwie hineinzuversetzen in die Position in 40 Jahren, dafür eine Aussage zu treffen und die dann auch noch in der Perspektive festzuhalten. Also ganz, ganz schwer. Und wie ging es aus, wenn ich mal fragen darf? Ja, für mich persönlich, beziehungsweise für meinen Entwurf nicht so gut, aber wir hatten doch interessante Ergebnisse, also mit interessanten Prioritäten, wobei man auch sagen muss, dass die bei den Studenten völlig verschieden sind. Also da sich festzulegen auf eine Priorität, okay, der Verkehr ist ganz wichtig oder die Mobilität ist ganz wichtig, war nicht möglich. Also für den einen war die Agrarwirtschaft in der Stadt ganz wichtig und wirklich eine große Bandbreite an Prioritäten, ja. Das wird auch immer so bleiben, glaube ich. Markus? Ich hoffe, dass in 40 Jahren die Landschaft vielleicht wieder Heimat ist, dass man sich mit der identifiziert, das ist ein Ort, mit dem man sich identifiziert. Ich glaube, das Mikro ist nicht, oder ist das aktiv? Mit denen man sich identifiziert, also nicht zwangsweise, wo man herkommt, aber mit denen man sich identifiziert. Und es ist nicht nur die Landschaft, das, wo man Arten, Lebensraum von Arten ist oder es einfach nur schön ist für die Erholung, sondern dass es wieder die eigene Umgebung ist, für die man sich auch verantwortlich fühlt.
Okay. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir diese neue Intimität, die man heute gefordert hat, also die Frau Giesecke gefordert hat, dass wir die tatsächlich auch erreichen. Weil was mich in meinem Studium immer so ein bisschen gefuchst hat, also wir reden ja alle über Landschaft und wir wollen die alle verändern, besser machen, für alle besser machen, für die Organismen, aber auch für die Menschen. Aber im Endeffekt gibt es eigentlich kaum Projekte, wo tatsächlich, also vor allem jetzt hier im Institut Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung, also man wirklich sagen kann, das ist jetzt ein Projekt, wo ich sehe, alle haben an einem Strang gezogen und haben tatsächlich auch für alle, also für die Gesellschaft, für die Menschen, aber auch für die Biodiversität, für die Organismen, das Beste rausgeholt. Und ich habe, also wie gesagt, es leider nicht erleben können, oder zumindest ist es mir nicht aufgefallen, wenn es so war, dass es tatsächlich geklappt hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir in 40 Jahren wirklich da stehen und sagen, ja, wir arbeiten alle zusammen, weil wir ziehen an einem Strang und wir versuchen nicht, uns gegenseitig da irgendwie in kleinen Kriegereien zu verwickeln, sondern wir haben einfach das Wohl des gesamten Planeten mit all seinen Lebewesen im Blick. Das wäre schön. Schön, danke. Professor Benayas, you're the one who is a little bit excluded now from our discussion because we're not talking English, but German. It would be interesting, you get a bit of a translation, yes? From your point of view, I mean, what you've presented in your talk were strategies where we had the impression, well, it might be something that has been tried for quite a while. Could you maybe extend a little bit on the question in how far this is really something new you're working with, or in how far this what you're working with is also included in the social or the economical aspects? Well, environmental, I work on biodiversity and environmental services, and environment by definition is ecology and the social and the economical environment. I think that we must be optimistic in spite of the general trends of the human footprint. Some economists claim that now we are jumping in a green energy era. So, and this might be a hint that our attitude is really changing. Okay, and as a citizen, what I think is that citizens have a trend to blame the politicians, our manager, in spite they are elected by us in the democracies, of course. We need a change of, we need to change our attitude from the bottom. And in my opinion, it would be the double direction of bottom-up pressures and also exemplary laws from the top to the down levels, the forces that may make a spread restoration and get a more friendly environment. Mm-hmm. Summary. Okay, thanks. Yeah, please. Was wir heute ja, wir haben ja hier oben stehen Landschaft 2056 und wenn ich Herrn Kurath richtig verstanden habe, sagt er ja, vergiss den Begriff, mit dem können wir irgendwie nichts mehr anfangen. Und Dine, mit welchem Begriff würdest du denn arbeiten, wenn du auf den Begriff Landschaft verzichten müsstest? Ich glaube, jetzt sind wir wieder in dem Loop, wo wir nicht weiterkommen. Und da würde ich mich bei dem anschließen, was eigentlich, finde ich, eine super Ergänzung war zu bestimmten Gedanken, die ich darlegen wollte, was mein Nachbar Herr Kurath gesagt hat. Ich glaube, es hilft uns gerade nicht wirklich, darüber zu ringen, ob das jetzt Stadt oder Landschaft ist oder ob es Land oder Stadt ist. Ich glaube, es hilft wirklich sehr, einerseits über systemische Zusammenhänge nachzudenken und auf der anderen Seite in die konkreten Orte reinzugehen. Die müssen jetzt vielleicht nicht immer so mikro sein, wie wir sie vorgestellt haben, aber ich glaube, das Hineingehen in die Orte und die Rahmenbedingungen dort fragen und dann aber jetzt auch aus der Landschaftsperspektive heraus zu schauen, womit ist dieser Ort verknüpft,
Also was tauscht sich aus? Das sind ja jetzt nicht nur Stoffströme, sondern das sind Verknüpfungen, die sich auch mit Personen, mit Akteuren, mit Menschen ergeben. Das sind Verknüpfungen, die sich über bestimmte Ökonomien ergeben. Und ich glaube, wir müssen die einzelnen Orte viel, viel stärker so lesen und verstehen. Und ehrlich gesagt ist es mir dann relativ egal, wie sie heißen. Aber irgendeine Art von Kommunikation, auch wenn sie verbal ist, muss ja noch stattfinden. Also insofern, ich verstehe ja diese Abneigung, über Begriffe irgendwie rumzureiten und Begriffe irgendwie definieren zu wollen, das ist mir vollkommen klar. Aber wenn wir diese Vokabel, sage ich jetzt mal so salopp, können wir vielleicht nochmal drüber reden, wenn wir diese Vokabel gewissermaßen aus unserem Vokabular streichen, sowohl aus dem Verbalen als auch auf dem Planerischen, wie sieht die Alternative aus? Und was gewinnen wir dadurch und was verlieren wir dadurch? Darf ich nochmal antworten? Mhm. Ich möchte einfach einen Vergleich ziehen. Also wenn wir überlegen, wie wir Landschaft sehen gelernt haben. Ich hatte ja Petrarca angesprochen. Das war 1336, glaube ich, als er auf den Berg gestiegen ist. Wir haben dann Jahrhunderte gehabt in der europäischen Geschichte, wo wir Landschaft zunächst uns über das Bild angeschaut haben. Und dann hat es angefangen im späten 18., beginnenden 19. Jahrhundert, dass wir real rausgegangen sind in die Landschaft und die Landschaft so erfahren haben, wie wir sie heute erfahren. So, jetzt sind wir in einer beschleunigteren Form. Wir werden uns nicht Jahrhunderte dafür nehmen können. Aber ich glaube, dass es Sinn macht, wenn wir meinen, zu einer Ablösung von einer Begrifflichkeit zu kommen, dass wir etwas tiefer in die Diskurse tatsächlich hineingehen. Also was ist denn anders von dem, was wir meinen, also was in Bewegung ist und nicht so schnell, es gab ja diese Übersichtsfolie, wie viele Begriffe wir gehabt haben, also sind es Zwischenstädte, sind es urbane Landschaften, sind es produktive Landschaften, also wir beschreiben damit sehr, sehr viele Qualitäten, aber ich glaube, wir müssen dann wirklich schauen, was ist anders und ich glaube, es ist etwas anders, was wir festmachen können an bestimmten Komponenten und nicht, dann wird der Begriff auch kommen. Mhm. Herr Kurat, vielleicht Sie juckt es die ganze Zeit, da mal noch drauf zu reagieren. Also was ist, ich verstehe, dass wir bei Begriffen immer sagen müssen, was wir damit meinen. Nicht, was er, wie er definiert wird, sondern was meinen wir damit. Weil die Begrifflichkeiten sind bekanntlich ja austauschbar und über Definitionen zu streiten macht keinen Sinn. Aber die Frage ist ja, was verstehen wir darunter, was meinen wir damit, wenn wir diesen Begriff verwenden? Das ist ja eigentlich so der wesentliche Punkt. Also wenn Sie mit anderen Begrifflichkeiten arbeiten wollten, welcher wäre denn Ihrer Ansicht nach ein, wo Sie sagen, der trifft das, was ich meine? Ja, also vielleicht kann ich ja zuerst das Problem der Begriffe benennen. Also wenn wir mit verallgemeinerten Begriffen wie Stadt und Landschaft arbeiten, ist natürlich auch die Rezeptur, das Problem zu heben, immer dieselbe. Das heißt, Landschaft ist Naturdepot und Stadt ist Verdichtungsgeschichte, wo die Menschen hingehören. Und sobald wir natürlich von diesen Kategorien weggehen und über reale Zustände sprechen, dann ist Frinn ein abgelegene Dorf im hintersten Tal in den Bündner Bergen, wo es übrigens sehr schön ist. Dann hat das plötzlich eine andere Bedeutung. Dann geht es nicht mehr darum, dahinter die Natur zu kompensieren, die eben in der Stadt fehlt, sondern es ist dann ein Kultur- und Wirtschaftsraum, der vielleicht auch aufzeigt, wie man mit Ressourcen umgehen kann, wie man mit nachhaltiger Bewirtschaftung von Landschaft umgehen kann, wo eben diese hervorragenden Produkte dann plötzlich auch in die Stadt kommen und dieser Austausch, der auch schon angesprochen worden ist, anzusprechen. Umgekehrt natürlich auch wird es in der Stadt plötzlich möglich, über Rurale, also über diese Urban Agriculture, das hat Frau Giesecke auch angesprochen, zu thematisieren. Es ist auch so, dass man nicht mehr von Rückeroberung der Stadt durch Natur sprechen muss, sondern die Natur ist dann eben in dem Fall schon da, weil man sie dann endlich auch mal sieht und anspricht und damit arbeiten kann. Also es geht darum, wenn man diese pauschalisierenden Kategorien verlässt, plötzlich ganz andere Dinge möglich sind, die wirklich auch eine Auswirkung auf die Stadtwirklichkeit haben, während der Diskurs richtige Stadt oder falsche Stadt oder so einfach nicht weiterführend ist und ein theoretisches Gebilde ist, das vor allem von Geschichtslosigkeit lebt. Stichwort Geschichtslosigkeit, Herr Radgauer, sind wir möglicherweise bei der Entwicklung, die Sie sehr schön dargestellt haben, gefangen auch in bestimmten Begrifflichkeiten und Vorstellungen oder könnte das ein Weg sein, dass der Historiker uns empfiehlt,
uns aus dieser Gefangenheit ein bisschen oder dieser Befangenheit und der Gefangenschaft von diesen Begrifflichkeiten zu befreien? Würde das uns irgendwie möglicherweise weiterhelfen, die Geschichte der Ökologie in eine andere Richtung zu lenken? Mein Gott, was für eine schwierige Frage. Also erstmal, als Historiker habe ich keinen besonderen Sinn für Begriffsdefinitionen, obwohl die gerade in Bielefeld, woher ich komme, und Bielefeld gibt es wirklich, ganz beliebt ist. Ich meine, eins ist ganz sicherlich klar, Landschaft, wenn wir uns den Begriff behalten, muss auch Stadtlandschaften einbeziehen. Ist ja mit Recht auch darauf hingewiesen worden, auch ein Lieblingsthema von Josef Reichholf, dass Berlin eine weitaus größere Biodiversity aufweist, als dass ein Großteil heutiger monotoner Agrarlandschaften. Also ich als begeisterter Radfahrer, der nie einen Führerschein gemacht hat, noch gerne mal in irgendwelchen mir bis dahin unbekannten Gegenden, auch von Bielefeld und so herumradelt, stelle immer wieder fest, was es da alles doch für reizvolle Ecken und Winkel gibt, die muss man auch sehen. Der Naturschutz, ich denke, da wird auch Herr Haber mir recht geben, war noch insgesamt viel zu einseitig auf das Ideal Wildnis fixiert. Man hat oft zu wenig gesehen, dass auch die Wildnisse, über die man entzückt war, doch auch zum Teil durch Brandwirtschaft und sonstige Wirtschaftsformen der Indigenen hervorgebracht, auch gerade in ihren Reiz bekommen haben. Der Naturschutz müsste sich sicherlich viel mehr auch um die Landschaften außerhalb der Naturschutzgebiete kümmern. Und ich meine, da stoßen wir natürlich darauf, was ja auch Herr Haber immer hervorhebt, diese Agrarlandschaften haben nun mal eine Funktion für eine wachsende Bevölkerung. Und es gibt schon Erwägungen, die einen sehr pessimistisch stimmen können in Bezug auf Landschaft 2046, dass man eine große Sorge haben muss, dass diese Landschaften nicht heutigen Hoffnungen entsprechen werden. Das sollte man schon betonen, aber in einer Art, die aber auch wieder aktiviert, doch mal kreativ zu werden. Also gestern Abend, der Vortrag des Landschaftsökologen aus Peking, habe seinen Namen gerade wieder vergessen, hat mich schon absolut fasziniert. Es waren ja, er präsentierte ja lauter Idylle, die eine ganz bestimmte Funktion hatten, nicht? Funktion für Millionenstädte, sie vor Überschwemmungen zu schützen, aber wie auch solche Funktionslandschaften doch auch einen großen Reiz haben könnten. Ich glaube, das ist genau das, worüber wir mal viel intensiver nachdenken müssten, auch in einer Art und Weise, die bei Politikern ankommt. Da würde ich vielleicht auch, das habe ich gerade auf der heutigen Tagung gelernt, vielleicht auch einen Impetus sehen, mal zu einem kleinen Neuanfang. Sie haben den Vortrag von gestern Abend angesprochen, Lutz, du hast den nicht mitverfolgen können, aber gestern sprach der Kollege von Landscape Architecture as the Art of Survival, also die Kunst des Überlebens gewissermaßen. Und ich fand das interessante Gedanke, den er da geäußert hat, und er hat später im Gespräch auch gesagt, ihr in Europa habt ein Problem, über die Zukunft von Landschaft nachzudenken, weil ihr eigentlich gar keine richtigen Probleme mehr habt. Ihr habt die alle gelöst. Ihr habt keine wahnsinnigen Aufgaben mehr zu bewältigen. Wenn ich das jetzt sehe, was du heute aufgerissen hast mit den Projekten, die die Allianz Umweltstiftung hier ankickt, da wird ja plötzlich ein gesellschaftliches Problem steht plötzlich im Mittelpunkt und da ist wieder so ein Problem und da geht es um Survival im übertragenen Sinne. Kannst du dir vorstellen, dass also Landschaft in Europa im Sinne von Art of Survival, Landschaftsarchitektur, Art of Survival, auch wirklich diesen sozialen Schwerpunkt zukünftig sehr viel stärker noch betonen muss, weil das unser eigentliches Problem sein wird? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich war vor kurzem in Shanghai. Da leben 33 Millionen Menschen in einer Stadt.
nicht offiziell, aber es sind 33 Millionen Menschen in einer Stadt. Und wenn man in Shanghai war, dann versteht man den Satz den chinesischen Kollegen, ja, weil dagegen sind unsere Städte Kindergeburtstage. Ja. Und da, das ist unglaublich, ja. Aus jedem Wasserhahn kommt Wasser, aus jeder Toilette wird Abwasser weggespült, wo das dann hingeht ist und was. Aber irgendwie funktioniert das auch. 33 Millionen. Die Kollegen in China haben dann gesagt, wir machen einen Wochenendausflug, wir fahren mal raus aufs Land und zeigen euch eine kleinere Stadt. Dann sind wir nach Wangshua gefahren, das sind 16 Millionen. Ja. Also das sind andere Dimensionen und von daher ist dieser Satz, ihr habt eure Probleme gelöst, ja, aus dessen Sicht nur nachvollziehbar. Ja. Ich glaube, dass wir andere Probleme haben und deswegen andere Methoden brauchen, um diese zu lösen, als es in China der Fall ist, komplett anders. Ja. Professor Haber wird das bestätigen, der war ja auch schon mehrmals dort. Allein der Gradient von Nord- nach Südchina, also von europäischem Klima runter zu tropischem Klima, ja, das ist komplett andere Lebensräume. Von daher glaube ich, dass wir andere Methoden brauchen. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist das, was auch Frau Giesecke angesprochen hat. Während wir hier sitzen, und du hast mich ja gebeten, so ein bisschen die Rolle des Pragmatikers zu spielen, hier eine sehr akademische Diskussion über Landschaft führen, die an die Uni gehört. Da gehört sie hin, genau dahin. Ja. Mache ich mir Sorgen, wie das eigentlich sein könnte, dass jede untere Naturschutzbehörde von Juristen besetzt ist. Da sitzt keiner von uns. Da sitzt keiner von uns. Juristen. Ja. Und mit Juristen über Landschaft zu reden, ist spannend. Und wenn wir uns noch nicht mal verständigen konnten, was Landschaft ist, macht das beim Juristen. Also wo ist der Landschaftsarchitektur studierende Jurist? Ja, nur mal als Beispiel. Das macht mir Sorge. Wir sind in den ganzen unteren Naturschutzbehörden der zweiten Ebene erst vertreten. Da kommen dann die Fachleute. Das Gleiche bei den mittleren Behörden und das Gleiche auch im Ministerium. Ja, wir sitzen nicht am Lenkrad. Wir sitzen nicht am Lenkrad. Was wir uns fragen müssen, ist, wird jetzt mal ganz frech, ja, ob die Diskussion, die wir hier führen, genau die ist, dass wir da nicht am Lenkrad, sondern auf dem Beifahrersitz sitzen. Das ist das, was mich bewegt. Ja. Janis, dann gebe ich die Frage mal an dich weiter. Wie siehst du das als Kollege aus der Fachdisziplin Renaturierungsökologie? Ist das die Ursache dafür, dass wir keinen Einfluss mehr haben, weil wir solche Diskussionen führen, wie wir sie gerade versuchen zu führen? Nein, das würde ich jetzt also nicht sagen. Nein, bestimmt nicht. Es gibt gute Gründe, warum Dinge nicht so weitergehen, wie wir wünschen, dass sie weitergehen. Das ist vielleicht ein Element, aber ich würde nicht sagen, dass das das Hauptproblem ist. Ich meine, die Juristen und die Verwaltungsleute, die müssen in dem Dschungel der Verordnungen und Schwierigkeiten der Praxis ja auch ihren Weg finden und die haben eine andere Ausbildung als wir. Und es gibt gute Beispiele, zum Beispiel aus Schleswig-Holstein, dass Leute, die akademisch hoch ausgebildet sind, ich nenne keinen Namen, Umweltminister waren, Sachen gemacht haben, die vielleicht ein Verwaltungsmensch nicht unbedingt gemacht hat. Also es ist, glaube ich, keine Garantie daran, dass jemand, der akademisch ausgebildet ist, genau in dem Fach, mit dem Fach dann in die Praxis geht und in der Praxis keinen Schaden anrichtet. Also wir haben unseren Job und wir versuchen, den möglichst gut auszufüllen. Wir versuchen, Studenten auszubilden, die dann weiter beeinflussen. Aber wir müssen auch nicht uns gerieren, als wären wir so eine Art eierlegende Wollmilchsäue, oder wie das heißt, die alles können. Das können wir nicht. Ich meine, es ist schön, dass wir also verschiedene Disziplinen versuchen zusammenzuführen, inter- oder transdisziplinär. Aber ein bisschen Bescheidenheit ist auch kein Fehler, auch gerade, wenn man mit den Praktikern zusammen ist. Was mich mehr beunruhigt, ist der Zeitverzug, den wir haben. Die Geschwindigkeit, mit der akademische Innovationen in die Praxis kommen. Wir hatten das ja gestern schon ein bisschen als Diskussion, wo es hieß, warum wird das eigentlich nicht umgesetzt? Warum werden die tollen Arbeiten von meinem Vorgänger, Professor Pfadenhauer, in Scheiern, warum wird das nicht in die Erosionsvermeidung der bayerischen Normallandschaft umgesetzt? Das ist beunruhigend. Und einer der Gründe, warum das nicht passiert, ist, ist dieser Zeitverzug zwischen den Ausbildungen, die wir haben, und der ganzen langen Zeit, wo die Leute in der Praxis sind. Also ich erlebe selber in der Auseinandersetzung mit Praktikern oft das Problem, dass da zwei oder drei Generationen zusammenkommen, die
die nicht die gleiche Ausbildung haben. Also wir haben oft Leute in der Praxis sitzen, in der Praxis fühlen sie sich nicht angesprochen, sie sind ja hier, die arbeiten die Probleme von heute mit den Methoden von vor 20 oder 30 Jahren. Ich sage das nicht abschätzig, also es haben ja viele Leute hier, die auch unterrichtet haben, die einen sehr guten Job gemacht haben. Trotzdem gibt es natürlich viel Innovation in der Wissenschaft, für die wir verantwortlich sind und die wir versuchen müssen, weiter voranzutreiben. Aber diese Umsetzung, es ist schön, dass wir dieses Forum haben einmal im Jahr, es ist schön, dass es die ANL gibt in Bayern, aber ich sehe ein großes Umsetzungsdefizit, weil eben viele Menschen dazu tendieren, das, was sie mal gelernt haben im Studium oder in welcher Ausbildung auch immer, dann 20 oder 30 Jahre weiter zu praktizieren, auch wir, Udo. Ja. Wir versuchen natürlich jetzt in die Zukunft zu schauen, aber das Erschreckende ist eigentlich, wenn wir hier sitzen und neugierig sind und lauschen, wir können nicht weiter gucken, ja, Zukunft ist verschlossen offenbar, aber wir sind noch nicht mal so richtig gut in der Lage, heute die Innovation hinzustellen, die dann die Studierenden, die heute wie Anke Müller ausgebildet werden, die das für sie 30 Jahre hält. Und das müssen wir vielleicht mitnehmen als Hauptbotschaft, dass das Wissen enorm kurzlebig ist und dass wir versuchen müssen, wenn wir die Herausforderungen der Zukunft meistern wollen, dass wir diese Umsetzung besser schaffen aus der Innovation in die Praxis. Bisschen weg von deiner Frage. Entschuldigung. Oder? Ich würde da ganz kurz noch drauf reagieren, noch ein bisschen weiter weg von der ursprünglichen Frage. Für mich ist jetzt, wo man auch so ein bisschen dann ja am Ende des Studiums jetzt überlegt, ich werde ja dann Praktikerin irgendwo in irgendeiner Art, ist dann noch weniger die Frage, wie erreiche ich die Praktiker, sondern wie erreiche ich eigentlich alle meine Mitmenschen. Also weil natürlich, wenn man hier anfängt zu studieren, denkt man, okay, wir studieren Weltretten. Und wir hier im Saal haben auch alle verstanden, also wir haben alle die Graphen gesehen, wir wissen, dass wir unsere Umwelt schützen müssen, um zu garantieren, dass es allen auch in 2056 noch gut geht und auch 2100. Aber wenn ich so mit meinen Eltern spreche oder mit Bekannten, die jetzt BWL studiert haben oder so, habe ich oft das Gefühl, ich kann denen die Fakten nennen und die sehen ja auch, also die sehen die Landschaften und die sagen auch, nee, da würde ich nie wohnen wollen, das sieht furchtbar aus. Aber dass dann irgendwie, also da kommt irgendwie kein, dieses Stein ins Rollen, okay, wir müssen jetzt als Gesellschaften, als Weltbürger versuchen, da irgendwas zu ändern. Diesen Aufbruch, den merke ich nicht und wir werden ja eigentlich, also wir, die diese Ausbildung haben, wir müssten das ja eigentlich in die Welt tragen, aber ich stelle mir halt ein bisschen die Frage, wie soll das gehen, wie erreiche ich die Leute? Und das wäre so meine Frage vielleicht an die alten Hasen, ob sie da mir jetzt so ein Rezept an die Hand geben können, mit dem ich dann jetzt in einem halben Jahr loslegen kann. Also welcher alte Hase möchte zuerst antworten? Also der Jüngste der alten Hasen. Nee, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt und das ist auch das, was ich ein bisschen versucht habe mit dem, es braucht die politische Architektin, also Taten statt Worte. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch da Verbindungen zur Umweltstiftung gibt, indem man einfach diese Leute bei der Hand nimmt und ein Projekt anstößt und über die Zusammenarbeit eben Netzwerke und Handlungsketten verlängert, die dann auch, ich habe es gezeigt, zu Projekten führen, die eben mit Umweltaspekten auch zu tun haben, die eben auch soziale Aspekte der Zusammenarbeit thematisieren und die eben auch den öffentlichen Raum, der vergessen gegangen ist, zunehmend in Wert setzen. Und ich glaube, über diese Projekte und über diese Arbeiten ist es viel nachhaltiger. Natürlich sind es kleine Schritte, aber ich glaube, kleine Schritte werden auch zum Weg führen. Und daher glaube ich schon, dass diese neuen Kollektive, die es braucht, diese Hyper-Geschichten, Hyper-Objekte, das wird die Zukunft sein. Und wir sprechen jetzt viel hier, aber tatsächlich geht es in die Richtung, auch Projekte einfach mal zu beginnen. Und der Auftrag kommt dann später, aber das gehört dazu. Aber ich glaube, da muss man viel aktiver werden. Und das geht eben auch in diese Richtung. Natürlich können wir weiterhin Pläne zeichnen und das ist immer so ein bisschen die Verteidigungshaltung, ja, irgendwo hat der Plan dann schon auch eine Wirkung. Ich denke einfach, das ist zu wenig.
Also diese ganze Denk- und Zeichnungsarbeit, die wir machen, dieses eben auch wert herauszutragen und nicht einfach nur eben die Politik anzurufen, ihr solltet doch schauen, dass wir das können, sondern wir müssen es einfach machen. Wir haben das Beispiel da, die Ökonomen beispielsweise, die in der Unheiligen Allianz mit Juristen im Prinzip einfach ihr Geschäft absichern. Das ist einfach Allianzbildung und die sind in der Politik und die haben eine Lobby. Wenn wir in der Schweiz schauen, von diesen rund 200 Parlamentariern ist einer Architekt und der Rest sind Juristen und Ökologen. Also logischerweise machen die sich einfach unentbehrlich und haben im Moment einfach Durchsetzungswille. Und natürlich ist dann jede Stelle auch mit Managern und Moderatoren besetzt. Also wir sitzen im Büro und denken, ach, das ist alles so schlimm. Aber niemand geht raus und thematisiert das. Niemand. Social Media, ich meine, das wird einfach unterschätzt. Man hat die Möglichkeit, Allianzen zu bilden und Themen rauszubringen. Man muss es einfach tun. Man muss es einfach tun. Also Sie sagen quasi, dass wir das vor allen Dingen verbreiten müssen. Und Herr Radkau hatte auch schon gemeint, ja, es wäre ja 11:55. Aber wir sind hier in dem Kreis der Leute, die immer alle anderen daran erinnern, es ist 11:55, wir sind der Teil der Menschen, die ganze Zeit auf die Uhr schauen und halt die Katastrophe quasi schon kommen sehen oder die kommenden Probleme und Konflikte, die wir halt lösen müssen, sehen. Aber wenn Tschernobyl nicht reicht, wenn Fukushima jetzt am Ende vielleicht mal einen Stein ins Rollen gebracht hat, wie groß müssen unsere Projekte sein, dass die wirklich mal bei der Masse ankommen? Ich weiß nicht, das war, glaube ich, ein Missverständnis. Ich wollte nicht verkünden, es ist 11:55. Ich meine schon, es ist schon noch ein gewisser Zeitraum, viele Dinge auch anzugehen und noch Entwicklungen zu machen. Gerade auch in der Energiewende ist es wichtig, zum Beispiel die Solartechnik noch weiterzuentwickeln. Man kann auch manchmal Entscheidungen zu sehr überstürzen. Das ist öfter immer wieder gefordert worden bei der Energiewende. Hätte es von Anfang an so einen großen Masterplan geben müssen, aber ich habe mich mit verschiedenen sehr kompetenten Leuten unterhalten, den konnte es noch nicht geben. Nicht zunächst nach Tschernobyl war etwa solarer Wasserstoff der große Hit und alles macht auf solarem Wasserstoff. Nach 10 Jahren wurde es irgendwie still darum. Also ich wollte keine Weltuntergangsstimmung verbreiten. Auch wenn man zugeben musste, hat mich vorhin auch ein Kommilitone darauf hingewiesen, der Waldsterbensalarm war ja damals in frühen 80er Jahren durchaus wirkungsvoll. Der hat ja was bewirkt. Nur ich fände es leichtsinnig, daraus nun zu folgern, man muss immer Katastrophenalarm schlagen, immer zu, es ist 11:55, es ist 11:55, nicht, dann kommt der Cry-Wolf-Effekt, dann wirkt das nicht mehr. Aber ich hatte noch einen ganz anderen Gedanken, also dass die Juristen immer so, also auch in allen möglichen Institutionen sitzen, wo eigentlich mehr Ökologen sitzen müssen, finde ich im Prinzip auch ärgerlich. Aber das vielleicht auch ein Rat an Sie. Ich meine, es gibt ja auch unter Juristen nette Menschen, mit denen sich reden lässt. Man sollte auch solche Kontakte nicht verachten. Alle paar Wochen mache ich immer eine stundenlange Waldwanderung mit Gertrude Löbe-Wolf, nicht der langjährigen Verfassungsrichterin in Karlsruhe. Das einzige Problem ist, die ist viel jünger als ich und geht viel schneller, geht immer zack die Berge rauf und runter, aber ich lerne immer unendlich viel, nicht? Also das, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Rat, auch unter den Juristen sich die richtigen auszusuchen und von denen auch zu lernen, weil das auch eine gute Art und Weise ist, wie man Anliegen so formuliert, dass sie politikfähig werden, nicht? Also gerade hat Gertrude mir auch lauter sehr nützliche Ideen gebracht, wie man so TTIP kippen kann, auch mit juristischen Bedenken. Das sollte man nicht verachten. Odine.
Ich würde einfach gerne nochmal versuchen, die Sachen ein klein bisschen mehr auseinanderzunehmen. Ich glaube, wir haben auf der einen Seite natürlich die Herausforderung, dass wir gegenwärtig ein ökonomisches System haben in einer ziemlichen Dynamik, was es für die ökologischen Fragen nicht so sehr einfach macht. Ich möchte da jetzt keine Vokabeln benutzen, wie man dieses System gerade beschreibt, aber ich glaube, das sind einfach Rahmenbedingungen, die man zur Kenntnis nehmen muss. Und wir sprechen ja auch in der ganzen Urbanismusdiskussion gegenwärtig von einem gewissen Pragmatismus. Also wir haben nicht mehr diese Utopien und Ähnliches. Wir sind einfach im Moment in einem gewissen Pragmatismus unterwegs. Und dazu gehört vielleicht zunächst auch erstmal zur Kenntnis zu nehmen, dass es diese ökonomischen Rahmenbedingungen im Moment gibt. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist aber auch der, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wir noch zu sehr verhaftet sind, was jetzt unsere Frage, wie gehen wir mit den Umweltherausforderungen um, zu sehr verhaftet sind in dem System, was wir uns hier jetzt in der Bundesrepublik und vielleicht auch in einigen benachbarten Ländern, weil wir sind da schon ziemlich perfekt, eben in den 70er Jahren geschaffen haben, nachdem wir die Erneuerung des Naturschutzgesetzes hatten und was zu einer ganz, ganz starken Institutionalisierung des Umweltschutzes und ich glaube, es war Sören Schöbel, der es angesprochen hat, also auch zu so einer Verankerung von Planungsschritten geführt hat. Das war seinerzeit eine unheimlich wegweisende Antwort darauf. Kann aber auch sein, dass das heute in manchen Punkten ein zu starres Gerüst ist. Von diesem, wie wir auch meinen, Konflikte, die wir ja auch haben, Interessenskonflikte, wie wir sie aushandeln können. Und ich finde, also die ganzen beiden Tage ist jetzt so ein Stückchen weit eine Stimmung entstanden, als ob sich gar nichts bewegt. Und ich finde, das ist auch nicht der Fall. Ich möchte zwei Beispiele geben. Also ich selber komme ja aus einer Stadt, wo ich finde, wo sich sehr aktiv immer noch um Fragen der Stadtentwicklung und Umweltbelange gekümmert wird, also wo es eine unendliche Zahl von Initiativen gibt, die sich dafür einsetzen. Initiativen, die nehmen wir diese Urban Farming und Urban Gardening Geschichten, die ja auch überhaupt nicht zum Beispiel aus der Universitäten gekommen sind, sondern die komplett aus der Zivilgesellschaft gekommen sind und zwar ziemlich rund um den Planeten, also wo eine neue Anforderung an den öffentlichen Raum und wie gehen wir um und womit ernähren wir uns eigentlich, das sind ja sehr grundsätzliche Fragen, die sich an ganz vielen Punkten auch mit der Landschaft verknüpfen oder mit unserem Agrarsystem verknüpfen, selbst wenn sie zunächst erstmal so diese Intimität des sozialen Miteinanders haben. Aber das heißt, da bereitet sich doch was vor, dass wir große Fragen stellen, die wir ja auch in der Landschaftsdebatte über den Artenverlust hinaus, zum Beispiel, was passiert in unseren landwirtschaftlichen Räumen in Bezug auf das, was die Qualität der Nahrung ist, ja so gar nicht aufgenommen haben. Das haben wir in eine andere Disziplin gepackt. Also ich finde, da ist wirklich eine ganze Menge in Bewegung, viele Beispiele wie auch in, also jetzt nicht nur in den Initiativen, die sich sozial engagieren, sondern auch wenn man die Gründungsaktivitäten anguckt. Also es gibt enorm viele kleine Projekte, die versuchen, andere Wege des Ressourcenmanagements in die Stadt, in die Städte reinzubekommen. Also ich glaube, da entsteht etwas Neues, weil wir vielleicht gerade mit dem, was wir etabliert haben als System, eine Zeit lang ganz gut gefahren sind, aber im Moment keine Antworten kriegen auf das, was wir an Herausforderungen haben. Und da ist auch dieser Punkt nochmal, ob wir es jetzt Assemblage nennen, ob wir es Verknüpfungskultur nennen, ob wir es Kollektive nennen. Ich glaube, wir kriegen die Sachen im Moment nicht mehr darüber auf die Reihe, dass wir einen Fachplaner haben oder einen Generalisten, das nennen wir uns ja auch gerne als Landschaftsarchitekten, der irgendwas sagt, dass wir eine Verwaltung haben, die irgendwas dann aufnimmt und in bestimmte Verfahren packt und das Ganze noch im politischen Rahmen absegnet. Und ich glaube, wir werden einfach Vernetzung von Akteuren haben müssen, die viel, viel direkter auch bestimmte Sachen aushandeln, die durch die Konflikte durchgehen, die nach Lösungen suchen, die das manchmal vielleicht auch aushalten, dass wir keine Lösung haben und man dann nochmal zwei, drei Loops nehmen müssen. Und das alles immer nur unter Bürgerbeteiligung und notwendiger Partizipation abzutun, ist für mich auch zu kurz an Betracht dessen, wie wir verhandeln, das ist aber jetzt auch meine Erfahrung, dass es nicht nur hier in Europa ist, sondern ich bin viel im außereuropäischen Raum unterwegs und ich war die letzten 12 Jahre, seitdem ich das mache, überrascht, wie viel derartige Initiativen es überall um den Globus gibt, im Kleinen. Und ich glaube, also da ist im Moment meines Erachtens einfach ein Shift im Gang, der noch so
kleinkeimend ist, dass wir ihn noch nicht als die neue Qualität erkennen, der aber an vielen Punkten, wenn wir genau hinschauen, sichtbar wird. Und ich würde das Kind da nicht mit dem Bade ausschütten. Ich glaube, es entsteht auch etwas politisch komplett Neues. Also ich verstehe Ihre Frage vollkommen, habe ich mir auch gestellt, als ich in der Situation damals war, in der Sie jetzt sind. Aber ich mache mir schon auch Gedanken, was das für uns bedeutet. Also wenn ich jetzt mal schaue, wir haben ja nun einen Industriezweig, die Automobilindustrie, die haben richtig die Seuche am Hals, selbst verschuldet. Ja? Und was machen die? Ich habe noch nie so viel Automobilwerbung wie jetzt gesehen, wo Freude am Fahren, Vorsprung für durch Technik, permanent die ganzen Litfaßsäulen, Zeitungen und Medien machen. Die haben richtig die Seuche am Hals und stellen ihr Produkt als das Beste auf dieser Welt dar. Und was machen wir? Wir kommen jetzt an, sagen es 5 vor 12. Ja? Da denken natürlich viele, die haben die Seuche am Hals und sind die Höchsten und dann kommen wir an, sagen es 5 vor 12. Nochmal, ich halte es für richtig, dass wir das machen. Aber was wir, glaube ich, in der Vergangenheit zu wenig gemacht haben, ist, dass wir gleichzeitig unsere Erfolge nach außen tragen, dass wir unsere Stärke nach außen tragen. Schaut hier, dass im Ruhrgebiet die Industriekultur erhalten wird, haben wir nur Peter Latz und seinem Team zu verdanken. Nur ihm und seinem Team. Und er stellt das jetzt in einem Buch nicht dar als Erhaltung der Industriekultur im Ruhrgebiet unter Berücksichtigung von den Faktoren, sondern er macht ein Buch, das heißt Rostrot. Das ist genau die Methodik, die andere anwenden, die wir für uns anwenden sollten. Ja? Und wir sind da so bescheiden und so zurückhaltend. Wir haben doch so viel Erfolge. Ich sehe das auch bei uns mit diesen kleinen Projekten. Ja? Und wie gesagt, wenn es nur das eine Häuser da ist, ja, oder uns hier, sagen wir jetzt mal 10 Geflüchtete, die wir integriert haben, kriegen wir auf einmal dort eine riesige Beachtung, die normalerweise uns gar nicht wahrnehmen. Die wissen gar nicht, dass es uns gibt als Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner. Und auf einmal kriegen die mit, dass wir helfen, ein Problem zu lösen, sagen, was hast denn du studiert, was hast denn du für eine Ausbildung, wo kommt denn das her? Und das ist es, was wir parallel dazu, dass wir immer warnen, den Finger heben, dass wir unsere Erfolge und das, was wir erreicht haben und das, was wir alles schon hinbekommen haben, ja, dass wir das viel stärker in den Mittelpunkt des nach außen treten stellen, als wir es bisher machen. Ja, dann noch eine kleine Zwischenfrage an Sie, Herr Spandau. Und zwar, Sie haben eben noch in dem Vortrag so schön gezeigt, den Politiker mit dem Apfel in der Hand, der vom Umweltministerium ist, aber die das Projekt eigentlich gar nicht finanziert haben. Und dann natürlich jetzt noch, sagen Sie dann noch, ja, eigentlich sind wir ja dafür verantwortlich. Also da stellt sich ja jemand hin, der eigentlich gar nichts mit dem Projekt am Hut hat. Und sagt, ja, habt ihr schön gemacht, das Umweltministerium, wir repräsentieren das so, aber eigentlich sind wir ja, beziehungsweise in dem Fall Ihre Stiftung dann dafür verantwortlich gewesen, dass dieses ganze Projekt auf die Beine gestellt wurde. Inwiefern ärgert Sie das, beziehungsweise inwiefern würden Sie sich wünschen, dass da die vielleicht auch einfach mehr von der Politik auf Sie, auf Ihre Stiftung gezeigt wird und gesagt wird, nee, das ist gar nicht von uns, dafür sind diese Leute verantwortlich. Also es geht nicht um unsere Stiftung, es geht um die Sache. Ja, das ist uns erstmal das Allerwichtigste. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, so sind die Spielregeln. So sind die Spielregeln. Die Medien schreiben doch heute, was wir morgen denken sollen. Ja? Folglich muss man sehen, wenn der Politiker da ist und sich mit dem Projekt brüstet, dass man neben dem Politiker sieht und aufs Bild kommt. Weil wenn man auf dem Bild ist, dann wird über einen geschrieben. Und wenn über einen geschrieben wird, dann kann man das gerade stellen, was der Politiker da von sich gesagt hat. So sind die Spielregeln. Die mag man akzeptieren oder nicht, aber sie sind so, wie sie sind. Und wenn wir dahin wollen, dass die Medien das schreiben, was wir denken, damit andere das morgen nachvollziehen, ja, dann müssen wir diese Spielregeln einfach annehmen. Ich muss das auch lernen. Das macht mir keinen Spaß. Ja. Aber es dient der Sache. Ja, und da muss man manchmal über seinen eigenen Schatten springen. Ist einfach so. Ich möchte da unbedingt Nachdruck verleihen, weil es sind nicht nur Spielregeln, sondern es sind die Geschichten, die auch andere zum Ziel geführt haben, warum nicht uns auch, oder? Also Aufmerksamkeit,
wenn der Typ halt hinsteht, dann steht er hin und dann schaut man, dass man drauf ist und dann hat man ihn auch schon an der Kandare, weil man sagt, der war dabei und beim nächsten Projekt zahlst du mit. Also das sind die Geschichten, die man schreiben muss und das finde ich enorm wichtig, dass man da halt einfach diese Netzwerke aufbaut und auch Druck, diplomatischen Druck ausübt und das zum eigenen Spiel macht. Das ist enorm wichtig, weil so läuft das. Und ich möchte noch was zu dieser 5 vor 10 Geschichte sagen. Ich glaube, 5 vor 12, ja, also 10 vor, einfach diese Endzeitstimmung. Und ich glaube diese also Angst ist ja ganz, also Absicht ist ja das schlechteste Ratgeber. Und wir sind in einem Moment in einer Angstzeit, die ganz fürchterliche Dinge wie SVP in der Schweiz, AfD, Pegida-Geschichten hervorbringt. Und ich glaube, das ist einfach der völlig falsche Weg, jetzt irgendwie aus Angst irgendwo zu erstarren und nicht mehr weiterzukommen. Es sind tatsächlich die kleinen Dinge. Zu den kleinen Dingen gehört sich auch, dass ein Politiker sich mal profilieren will. Umgekehrt macht man das ja dann auch. Und es gehört eben auch zu den kleinen Dingen, dass sie langsam groß werden. Das ist das organische Wachstum. Und ich glaube, da sind wir in einer Phase, wo wir unbedingt all diese vielen, vielen, vielen Projekte, die ganz klein sind, das ist auch eine Leistung der Universitäten, zusammenbringen muss und eben aufzeigen kann, was der Mehrwert für die Gesellschaft diese kleinen Dinge sind. Es gibt nämlich auch Ökonomen und Juristen, die durchaus auf der Seite der kleinen Dinge stehen und auch den Nachhaltigkeitsmehrwert, die Investition darin erkennen. Und mit diesen Geschichten muss man Schritt für Schritt vorgehen. Das ist ähnlich, wie man eine Doktorarbeit schreibt. Wenn man bei der Doktorarbeit immer an die 700 Seiten denkt, die man schreiben muss, dann kommt man nie fertig, weil man immer Angst hat, es ist wie die kleine Maus, die sich da total blockiert. Wenn man aber jeden Tag eine Seite schreibt, dann ist das Werk fertig. Und so ist das, glaube ich, auch mit diesen Dingen. Jeden Tag ein kleiner Schritt führt zu einer Veränderung. Und daran müssen wir arbeiten in der Praxis, eben auch in der Hochschule. Ich würde die Gesprächsrunde noch ganz gerne erweitern und ins Publikum rausreichen. Gibt es Fragen an die Runde aus dem Publikum? Haben wir ein Mikro irgendwie? Dankeschön. Zu dem Thema Alarmismus 5 vor 12, da denke ich, ist die Gefahr, wenn es oft genug gesagt wird, dass die Leute glauben, die Uhr steht. Mein Gefühl ist nach gefühlten 6 oder 8 Stunden, wie viel lang wir sitzen hier, Wolfgang, nicht wahr? Sitzfleisch. Das Hauptproblem ist Zeitwahrnehmung. Ja? Wir sind so evolutionär vielleicht auf 30 Jahre getaktet oder vielleicht auch 20. Wir sind so von unserer täglichen Fürsorge vielleicht auf eine Woche oder eine halbe Woche getaktet. Das ist einfach unser biologischer Hintergrund, behaupte ich mal zu sagen. Ja? Das wage ich mal zu sagen. Und wir sprechen jetzt über 40 Jahre, die es weitergehen soll. Ich habe darüber gesprochen, dass zwischen Ausbildung und dem Ende der Praxis auch nochmal 30 Jahre oder so vergehen. Das sind alles Zeitprobleme, die wir eigentlich haben. Und unser größtes Problem ist wahrscheinlich, dass wir so furchtbar schlecht in Zeitwahrnehmung sind. Das, was der Kollege aus der Schweiz gesagt hat, Angst. Was ist der Grund für Angst? Mangelnde Zeiteinschätzung. Nicht? Wir wissen nicht genau, wie geht es denn? Wie geht es denn weiter? Ja? Bin ich schon dran oder bin ich noch nicht dran? Wir sind in Bezug auf Zeit wie die Blinden. Nicht? Und das erzeugt Angst, das erzeugt manchmal aber auch, naja, Aktivismus oder Aktionismus. Also ich fand den Vortrag gestern von dem chinesischen Kollegen fantastisch, aber gleichzeitig unheimlich erschreckend, weil er keinen Zeitrespekt hat, wenn ich diesen Begriff mal prägen darf, für die Zeit, die es braucht, dass Ökosysteme sich entwickeln. Ja, das wird einfach bausatzmäßig so hingestellt und das war's dann, wird verkauft. Und das ist für mich keine Qualität. Also wir brauchen in Bezug auf die Vergangenheit Zeitrespekt, sonst hat man die Identität nicht der Orte. Und wir brauchen aber auch für die Zukunft Vorsicht, wie diese Zeit abläuft. Und im Moment ist es halt so eine merkwürdige Situation. Ja, das geht schnell, die Entwicklungen sind enorm dramatisch schnell. Das macht manchen Leuten Angst. Und das ist halt in unseren Professionen, egal ob wir im Naturschutz arbeiten oder Landschaftsplanung oder in der Landschaftsarchitektur, wir haben immer dieses Zeitproblem. Ja?
Und das wird uns die nächsten Jahre noch verfolgen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man aus diesen langen Diskussionen heute mitnehmen kann, dass wir auf gewaltig auf die Uhr schauen müssen, was denn tatsächlich abläuft, wie schnell die Uhr tickt für irgendeine kleine Pflanze, die wächst und blüht irgendwann, wie schnell sie für eine Gesellschaft läuft, wie das ist, wenn plötzlich so ein schneller Einbruch kommt, wie diese Idee Urban Gardening, das sind alles Zeitprobleme. Es wurde vorhin über die Juristen geredet, und die arbeiten ja mit Gesetzen. Wer im Raum hat das Naturschutzgesetz verstanden? Was? Ich habe nur da. Ah ja, Entschuldigung. Na, ich habe gedacht, ich bin nicht der Einzige, der sich meldet. Die Frage war, ob wir das Naturschutzgesetz und nicht das Naturgesetz, sondern das Naturschutzgesetz verstanden haben. Und ja, also um es zu kritisieren, muss man es natürlich verstehen. Man muss es auch lesen. Das ist so, ich denke, das tun wir schon. Oder? Und auch Kommentare dazu und auch Diskussionen dazu. Ich habe eine Frage an Herrn Rathkau speziell. Ich weiß nicht, ob Sie mir als Historiker zustimmen, aber ich würde jetzt aus meiner Forschungstätigkeit heraus sagen, dass wir uns in diesem Jahrhundert durchaus an einer revolutionären Schwelle befinden, wenn wir die Naturwissenschaften beachten. Ich meine ganz konkret die Gentechnologie, die synthetische Biologie, aber auch die Energietechnik, die Sie angesprochen haben, zum Beispiel also der Niedergang der Atomkraft. Ich weiß nicht, wenn ich die Kernfusion, also die Kollegin Garching betrachte, ich weiß nicht, ob das wirklich niedergeht in diesem Jahrhundert. Und auch Sachen wie von mir aus die artifizielle Photosynthese, ja, also solche Sachen, die auch der Herr Haber manchmal anspricht. Ja. Die stecken ja nicht mehr in den Kinderschuhen, sondern das sind Entwicklungen absehbar. Und jetzt wollte ich Sie als Historiker fragen, würden Sie unserer Generation oder auch den nachfolgenden Generationen raten, dass wir uns vor diesen Veränderungen, die eintreten werden, daran besteht eigentlich kein Zweifel, als Chance sehen sollen, unsere Landschaft neu zu definieren und eigens zu kreieren, was wir ohnehin schon immer tun? Oder würden Sie sagen, wir sollen lieber innehalten, lieber einen Schritt zurückgehen, nicht drei nach vorne, weil unser Tun Konsequenzen haben könnte, die tiefgreifender sind als alles, was wir bisher erlebt haben in der Umweltplanung? Schwierige Frage. Also die letzte von Ihnen genannte Aufforderung würde ich Ihnen ganz, ganz bestimmt nicht geben. Und ich überlege, also ich habe mich in der letzten Zeit noch ziemlich viel mit der Energiewende befasst und auch dem vorhin von mir angesprochenen Problem, dass die bisherige die bisherige Umweltbewegung, die aus sehr heterogenen Wurzeln entstanden ist, wieder in Gefahr ist, in diese heterogenen Elemente zu zerfallen. Also ich sehe zu viele Szenen, die sehr auf sich selbst fixiert sind, oft auch von älteren rechthaberischen Leuten geleitet, die sich nur um sich selber drehen. Und ich glaube, unter anderem da könnte eine Aufgabe bestehen, so für Ihre Generation, für neue Generationen, diese Selbstabkapselung von Szenen auch innerhalb der Ökobewegung mal zu durchbrechen, unbefangener an Probleme ranzugehen. Auch mal mit Vertretern anderer Szenen mal so ganz unbefangen zu kommunizieren, ohne gleich Leute in eine bestimmte Ecke zu stecken. Also diese Verhaltensweisen beobachte ich in den letzten Jahren, also was ich so mitkriege, zu viel. Nicht? Und ich glaube, so eine der Aufgaben so der neuen Generation könnten so in dieser Richtung liegen, aber es ist nur ein unendliches Thema natürlich. Ich möchte zwei Kommentare zur
Diskussion insgesamt geben. Das eine anknüpfend an das, was Professor Pfadenhauer gestern aufgeworfen hat, die Frage, warum werden wir in der Politik, in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen, auch die Frage, wie kriegen wir unsere Erkenntnisse von der Wissenschaft an die Gesellschaft, an die Politik. In der vorletzten Ausgabe von der Zeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung war ein kleiner Artikel, eine Pressemitteilung von EIDIF drin. EIDIF ist eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes integratives Zentrum zur Erforschung der Biodiversität, so ganz grob, Jena, Leipzig, Halle. Dort stand drin, das Zentrum gibt es jetzt seit etwa 2 Jahren, so und so viele Wissenschaftler forschen dazu und es seien in dieser Zeit bereits 700 Veröffentlichungen plus minus entstanden. Leider sind darunter keine Veröffentlichungen, die die deutsche Praxis in deutscher Sprache adressieren, weil das für die Evaluierung nicht anerkannt wird. Das heißt, dann müssen wir uns auch als Wissenschaftler auch fragen, in welche Strukturen wir schaffen, was wir im Wissenschaftssystem anerkennen, was wir nicht anerkennen. Und wenn wir uns natürlich in Strukturen bewegen, Strukturen beschaffen und Strukturen akzeptieren, die letztendlich eine Selbstreferenzialität des Wissenschaftssystems fordern, wir uns abgrenzen und abkoppeln von anderen gesellschaftlichen Systemen, dann glaube ich, brauchen wir uns nicht wundern, dass wir keine gesellschaftliche und politische Wirkung erzielen. Also darüber, glaube ich, müssen wir uns auch mal einen Kopf machen. Der zweite Punkt zu der Frage von der Studentin, wie können wir die breite Masse erreichen? Die habe ich mir vor ungefähr 25 Jahren auch gestellt und habe dann meine Doktorarbeit so ganz grob ein bisschen zu dem Thema bei Herrn Haber machen dürfen. Mein Ergebnis war, die werden Sie nicht erreichen, vergessen Sie es. Wen Sie erreichen müssen, sind die entscheidenden Leute, die an den richtigen Stellen und Stellschrauben sitzen, die etwas verändern. Danke. Entschuldigung für meine Heiserkeit, aber ich arbeite auch im Workshop und ja, da wurde schon diskutiert gestern. Ich habe eine Frage an den Herrn Spandau. Sie haben eben diese These aufgestellt, dass je mehr wir diese ökonomischen und sozialen Aspekte mit einbeziehen, desto mehr wird sich die Landschaftsplanung oder die Landschaft verändern. Ich hatte dieses Semester die Chance, mich mit Günter Jimek zu beschäftigen und er hat ja immer die Landschaftsarchitektur als das Instrument gesehen, gesellschaftspolitische Prozesse zu verändern, zu lenken oder auch einzuleiten. Also wenn wir jetzt mal über zum Beispiel die Demokratie, die Besitzergreifung des Rasens sprechen, der Olympiapark, was ja auch für mich eigentlich der erste wirkliche Volkspark ist, ist Ihre These nicht schon längst Realität und kann man das nicht eigentlich schon wirklich an den Plänen unten ablesen? Also ich habe da eine, vielleicht habe ich das falsch auch falsch verstanden, was ich gelernt habe, aber ich habe das Gefühl, dass Ihre These eigentlich schon seit langem Realität ist. Sehen Sie das nicht so? Also, ich bin da vollkommen einverstanden mit Ihnen. Sie haben das auch nicht falsch verstanden, sondern das, was ich sagen wollte, ist, dass wir ja immer wieder nach Legitimation suchen, um aktiv zu werden, um Landschaft zu verändern, in welchem Sinne auch immer. Und da bin ich der Meinung, dass wir insgesamt flexibler und schneller auf aktuelle gesellschaftspolitische Fragen der Zeit reagieren sollten, weil das ein unheimliches Potenzial darstellt, Erfolge zu erzeugen. Ja? Wir können jetzt mal drüber reden, was ist Erfolg? Wenn das Ding mit den Geflüchteten oder mit den jugendlichen Straftätern in die Hose gegangen wäre, wäre das für mich auch ein Erfolg gewesen, weil wir dann festgestellt hätten, so geht's nicht. Ja? Also von daher können wir vielleicht auch offener an die Themen herangehen. Nur ich bin der Meinung, die Legitimation, die wir auch immer und immer wieder brauchen und nach außen tragen müssen, dass wir diejenigen sind, die das Heft in die Hand nehmen. Da haben wir ein viel größeres Spektrum, als wir es bisher wahrgenommen haben. Dass wir es wahrgenommen haben, ist vollkommen unbenommen. Ich denke nur, das Potenzial ist viel größer, um es noch weiter auszubauen. Äh,
Herr Kurath, Frau Giesecke, mir geht noch eine Sache im Kopf rum. Wenn ich Ihre Vorträge richtig verstanden habe, geht es viel um systemische Prozesse oder bei Ihnen, Herr Kurath, ich würde den Begriff, auch wenn Sie es nicht mögen, Ort verwenden statt Stadt und Landschaft. Also Sie haben ja sehr viel von Ort gesprochen. Sie haben die Orte immer benannt mit Fotos. Wir sind an diesem Ort und das ist ein Ort und da geht es nicht darum, ob es Stadt und Landschaft ist. Und wir arbeiten an dem Ort und wir finden dort Strukturen, Prozesse, die wir verstärken, an denen wir arbeiten wollen. Wo findet dann das Thema Prognose oder nennen wir es Szenario oder Vision noch seine Bedeutung? Oder hat es in Ihren Augen dann keine Bedeutung mehr? Arbeiten wir stärker, gehen wir einfach an die Orte und arbeiten dort und brauchen keine übergeordneten Zielsetzungen? Finden sich diese Zielsetzungen immer nur an dem jeweiligen Ort, wo wir gerade unterwegs sind? Oder was sind sozusagen unsere Maßstäbe, an denen wir in Zukunft unser Handeln an diesen Orten oder in diesen systemischen Prozessen eigentlich festmachen? Weil ich kann natürlich Dinge unterstützen, das nehme ich mal an, ist auch Ihr Wille, sonst machen wir ja keine Planung. Ich kann Dinge, sage ich mal, behindern oder verhindern, aber dazu brauche ich ja Zielsetzungen. Und für die Zielsetzungen brauche ich eine Vision, eine Prognose, ein Szenario, einen Maßstab. Das ist natürlich absolut korrekt und ich habe das, glaube ich, in der Diskussion von Kölner Erklärung und 100% Stadt versucht aufzuzeigen, dass man nicht in einen Aushandlungsprozess eintreten kann, ohne Inhalte zu haben. Also nur hinstehen und irgendwie eben moderieren und Leute fragen, das verändert nicht. Ich glaube schon, dass die Aufgabe von uns als Akteure mit einem Bildungshintergrund, also irgendwie haben wir 5, 6, 7, 8, 10 Jahre uns damit befasst, wir sind in der Praxis, also in dieser Zeit sollten sich Werte gebildet haben innerhalb des Denkkollektivs, sei das von Proportion, Ästhetik, bis hin zu sozialen Fragestellungen, ökologischen Fragestellungen, wo wir auch ein Stück weit in der Spiegelung zu unserer Persönlichkeit eine Haltung entwickeln müssen. Und ich sehe mich in dem Sinne als politischen Architekten, der die Partei der Architektur vertritt. Das heißt, diese Werte, die ich gut finde, sonst würde ich nicht 25 Jahre meines 40-jährigen Lebens damit beschäftigen, irgendwo auch zu vertreten. Und es ist enorm wichtig, das aber nicht vorauszusetzen, dass dieser meiner ganz persönlichen Werthaltung alle folgen. Aber es ist natürlich mein Ziel, in diesen ganz konkreten Gebieten Fragen zu benennen, wie Dichte, wie Umgang mit Ressourcen, wie Frage der Struktur, Form, Gestalt, ästhetische Fragestellungen, weil die mir persönlich wichtig sind und ich gehe dahin mit der Anspruchshaltung, da Mehrheiten zu finden, um auch etwas zu verändern. Und das ist ja auch die Frage des Entwerfens, Dinge zu sehen, zu verstehen und zusammenzubringen, dass etwas Neues entsteht im Sinne einer Verbesserung. Und dazu braucht es natürlich eine Vorstellung, was denn besser sein könnte. Und ich glaube, dass ich das tatsächlich aus den spezifischen Fragestellungen und Herausforderungen eines ganz spezifischen Problems entwickeln lässt. Und meine einzige Kritik in dem Sinne, dass man irgendwelche universellen Lösungsansätze über alle möglichen Probleme stellt, dass man überall an jedem Ort von innerer Verdichtung spricht oder eben die ganzen ländlichen Gebiete einfach entsiedeln möchte, weil das ist ja dann das Naturdepot, davor war nicht, weil diese Geschichten haben ganz erhalten einfach keine gesellschaftliche Entsprechung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine Haltung hat, ganz wichtig, dass man eine Vorstellung hat, ganz wichtig, dass man die auch aufzuzeigen vermag, aber immer unter Berücksichtigung, dass diese Visionen und Vorstellungen einfach andere Akteure brauchen. Keiner handelt alleine. Und ich glaube, das ist
ganz wichtig. Wir arbeiten im Institut ganz viel mit Szenarien, indem wir einfach aufzeigen, wie sich ein ganz spezifischer Ort aufgrund seiner oder ihrer Eigenarten entwickeln kann. Nicht um aufzuzeigen, wie dann die Zukunft sein ist, sondern auf Fragestellungen vorzubereiten, deren Antworten man bereits heute stellen muss. Wo will man hin und wo will man nicht hin? Ich glaube, da ist dann die Aufgabe von Szenarien oder Visionen, Fragen zu stellen und nicht Fragen zu antworten, um im Alltag mit allen notwendigen Akteuren zu arbeiten. So, ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was Herr Heiland gesagt hat und auch auf die Frage, was können wir erreichen, auch auf das, was Lutz Spandau gesagt hat, wir sollen unser Licht nicht so unter den Scheffel stellen, oder Sie haben es etwas anders formuliert, aber wir müssen auch sagen, was ist erreicht worden. Also ich denke auch, dass wir, also das IDIF-Beispiel hat gezeigt, also nur mit wissenschaftlichen Publikationen auf Englisch erreichen wir die Praktika nicht. Ich bin an einer Fachhochschule tätig, ich darf auch noch auf Deutsch publizieren, tue es auch, ich publiziere auch auf Englisch, weil das wichtig ist für den wissenschaftlichen Austausch. Und ich mache die Erfahrung, dass da wirklich auch sehr viel Rückmeldungen kommen von den Praktikern. Wir haben ein WMBF-Projekt gemacht zur Wiederanlage artenreicher Saumgesellschaften. Da haben wir außerdem noch eine Internetplattform aufgebaut, offenlandinfo.de, das ist also von Sabine Tischer, kennen Sie vielleicht auch. Und ich bekomme dauernd Anrufe auch aus der Praxis, die ich natürlich nicht alle persönlich, ich kann nicht jetzt überall hinfahren und den Leuten auch noch helfen, das geht nicht, ne? Aber man kann schon was erreichen. Das Beispiel Jörg, ich würde es auch nicht ganz so pessimistisch sehen, zum Beispiel, ich war jetzt bei der SER-Tagung hier auch wieder mal in der Garchinger Heide und im Münchner Norden. Und das, was da angestoßen worden ist, damals durch das E&E-Vorhaben, das du ja geleitet hast, das geht ja bis heute weiter. Christine Joas ist ja auch hier und das ist also ganz beeindruckend. Da wurden übrigens auch die Politiker mit ins Boot geholt. Der Heideflächenverein, ich weiß nicht, ob es alle wissen, ist ja ein Zusammenschluss von Gemeinden und die Bürgermeister sind in dem Vorstand und tragen das auch mit. Das zeigt also auch, wie wichtig dieser Kontakt zu den Politikern ist. Und das ist wirklich ein Erfolgsmodell. Jetzt ist die Fröttmanninger Heide dazu gekommen, es gibt das Heidehaus, ne? Das ist also wirklich ein sehr gutes Beispiel. Genauso auch der Bereich Moorrenaturierung, Moorschutz, Klimaschutz, da ist sehr viel passiert in den letzten Jahren. In den Agrarlandschaften, da hapert es, die meintest du wahrscheinlich auch vor allem, ne? Da ist noch viel zu tun, das ist schon richtig. Ne? Aber wir müssen wirklich auch mit den Praktikern in Kontakt treten. Ne? Ja. Markus? Was mir da bei der Diskussion so häufig fehlt, ist, dass man über Vielfalt redet, also über Vielfalt bei der Mensch-Natur-Beziehung. Es wird bei der Mensch-Mensch-Beziehung selbstverständlich, dass wir nicht nur zum Supermarkt und zurück wollen, sondern dass wir Räume der Begegnung wollen und nicht, weil es uns gefällt, sondern weil wir es für gut halten. Und bei der Mensch-Natur-Beziehung, das ist immer so, dass wir bei der Nachhaltigkeit stehen bleiben, dass wir es nutzen müssen können, und dass wir uns da holen können und es geht nicht darum, dass wir uns überlegen, was halten wir eigentlich für gut, wie wollen wir eigentlich mit den anderen Lebewesen umgehen. So, also da gibt es dann dieses Totale, dass man jedes Lebewesen soll erhalten bleiben, aber es funktioniert ja auch nicht. Man muss ja irgendwo einen Kompromiss dazwischen finden, zwischen der totalen Nutzung, die wir jetzt haben, und der totalen Versuch einer Erhaltung, zumindest von den Lebewesen, die wir kennen. Das ist, ich meine, mit so einem Kompromiss wie zum Beispiel, man nimmt ein bisschen Ertrag runter von der Ackerfläche und hat dafür halt ein paar Wildblumen da, weil einfach mal ein bisschen Leben noch Raum hat. Und deshalb, ich finde es auch mehr, dass es nicht nur die Natur ist, die es uns gefällt, die wir noch zusätzlich schützen. Oder wie der Herr Reichholz sagt, ja, wir sollen endlich sagen, dass es uns gefällt, sondern dass man darüber reden muss, was halten wir denn eigentlich für gut. Das fehlt mir. Vielen Dank für das Statement. Wir wollen den Reigen schließen für heute Abend, weil wir haben heute wirklich genug Sitzfleisch bewiesen, aber vielleicht noch eine kleine letzte Runde. Aber ich möchte mich auf jeden Fall nochmal von vornherein schon auch mal bedanken für die
für die Gesprächsrunde, die wir hier führen konnten. Wie auch immer die Zukunft der Landschaft aussehen wird, ich glaube, und da bin ich ein bisschen stolz, dass unsere Studierenden hier so dazwischen sitzen und so selbstverständlich mitdiskutieren. Ich glaube, wir haben wenigstens ein Ziel an dieser Universität erreicht. Wir haben unsere Studierenden sprachfähig gemacht, kommunikationsfähig. Und ich glaube, so ein Symposium... Und um vielleicht nochmal auf Ankes Frage zu reagieren, wie machen wir das, also von wegen alten Hasen? Ich glaube, was wir mühsam versuchen, ist, Ihnen Kommunikation auf verschiedene Arten und Weisen darzubringen. Nicht nur die verbale, nicht nur die schriftliche, sondern auch die grafische, denn das ist eigentlich unser Job. Ich meine, Lutz Spandau hat es beschrieben, du hast vorhin gesagt, und was haben wir immer gebraucht? Sprache, Sprache, Sprache. Ohne Sprache sind wir absolut hilflos. Und das heißt, wird uns auch für in Zukunft, glaube ich, ein ganz wichtiges Anliegen sein, solche Gesprächsrunden, solche Veranstaltungen zu machen. Natürlich, um über Inhalte zu sprechen, aber auch, um Sie und uns sprachfähig zu machen, kommunikationsfähig. Ich muss mit dem Juristen reden können. Juristen können manchmal auch wunderbar nichts ausdrücken und reden eine ganze Menge. Also das heißt, auch das ist eine Kunst, die man lernen muss. Aber ich glaube, wenn wir die Sprachfähigkeit uns bewahren und an diesem Projekt weiterarbeiten in unserem Ausbildungsgang, dann habe ich auch keine Angst, dass wir irgendwie mit den Herausforderungen der zukünftigen Jahrzehnte klarkommen, solange wir kommunikations- und sprachfähig bleiben. In Englisch, in Deutsch, in Chinesisch, was auch immer. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt, der mir ganz wichtig zu sein scheint am Ende einer solchen Runde. Bevor ich Sie alle verabschiede für heute, möchte ich aber noch einmal von jedem hier vorne, wir feiern ja auch ein bisschen Geburtstag, und Sie dürfen noch einmal einen kleinen Geburtstagswunsch für die Landschaft an der TU München loswerden, bevor wir die Runde schließen. Johannes, machst du den Anfang? Ja, ich kann es versuchen. Respekt, ja, also Respekt einfach vor den sozialen und ökonomischen Mechanismen und Respekt vor den Organismen und der Diversität, das ist ja nicht irgendwas, was wir so nur beschreiben, das sind eben alles ziemlich komplizierte Sachen, so wie wir sitzen, ist ein komplizierter Körper, sozial, das ist alles enorm komplex und wir müssen in dem, was wir planen, beschreiben, entwerfen, vielleicht auch fürchten, müssen wir diesen Respekt uns bewahren. José, what's your wish for the 60th anniversary of the program? What do you wish this program from your point of view? What do I wish for this program? Yeah, happy birthday wishes for the landscape architecture program here at this university. Okay, some research and a motivation to apply that research to the society. Okay, thank you. Ja, ich habe es vorhin ja eigentlich schon gesagt, ich wünsche mir einfach, dass wir alle viel mehr zusammenarbeiten, also alle Lehrstühle, alle Studenten, dass wir da Synergien entwickeln und dass wir dann einfach diese Probleme, die wir jetzt heute hier alle gesehen haben, einfach anpacken können und dann einfach in 40 Jahren hier die Lösungen stehen. Ich hätte den Geburtstagswunsch, dass es auch in Großstädten noch so viele verwunschene Naturwinkel gibt, dass die sogenannten Umweltbehörden der Städte nicht sinnlos Bäume fällen mit nichtigen Gründen. Ich habe eigentlich nur so einen kleinen Wunsch, nämlich, dass das Institut so bleibt, wie es ist, so persönlich, so nahbar, so offen für weitere Entwicklungen, dass da so viele Diskussionen stattbringen, weil sind doch hauptsächlich die anderen, mit denen man ratscht, die einen weiterbringen, die Diskussionen. Also ich wünsche mir natürlich, dass alle Beteiligten an dieser Hochschule kritisch bleiben, das Denken aufrechterhalten, nicht zurücklehnen und mit kleinen Schritten große Ziele erreichen. Ich
würde mir wünschen, dass beim nächsten Jubiläum, vielleicht dann das 70. Nochmal eine viel, viel größere Bandbreite an beruflichen Selbstverständnissen da ist, weil ich glaube, auch das gehört dazu. Einige werden vielleicht in der Verwaltung sein, einige werden ganz konkret Projekte anschieben, werden mit irgendwelchen Kollektiven vor Ort arbeiten, manche werden hier in Deutschland, Europa arbeiten, manche ganz woanders. Also ich glaube, wir stehen vor einer außerordentlichen Diversifizierung der Berufsbilder, die wir aber selber ein Stückchen weit uns geben müssen. Die kommen nicht von außen, sondern das hat was mit den ganz individuellen Interessen zu tun, also ob man mehr Forscher werden will, ob man mehr Macher werden will, die man in sich selber verortet. Und da finde ich, wäre es toll, wenn ihr das noch mehr aus den Studierenden rauskitzelt. Ja, als wir am Donnerstag hier die Stühle und das Ganze drumherum aufgebaut haben, da hat ein Kollege zu mir gesagt, ja, ob wir die 280 Stühle hier überhaupt voll kriegen. Und die sind voll gewesen, bis auf vereinzelte Plätze. Und ich würde mir einfach wünschen für die Zukunft, dass wir vielleicht 2056 nicht 280 Stühle aufstellen, sondern vielleicht 700, 800. Also wenn ich Geburtstag habe, freue ich mich über jeden, der keinen Wunsch an mich hat, sondern ein kleines Geschenk mitbringt. Daher auch aus Respekt vor den vielen Plätzen, du hast eben gesagt, die freitagsabends jetzt um 7 hier noch besetzt sind. Ihr macht eine Dokumentation über diese Veranstaltung im Nodium und das war so klasse. Ich denke, wir sollten euch da unterstützen bei der Dokumentation. Ja, ich wünsche uns einfach, dass wir weiterhin unsere Sprache, welche auch immer es sein mag, weiter verfeinern können und so einen Weg in die neue Zukunft finden, welcher das auch immer sein mag. Sehr schön, herzlichen Dank. Dem kann ich einfach gar nichts mehr hinzufügen. Ich kann nur sagen, für uns, die Kollegen, Regine Keller, Sören Schöbel, Johannes Kollmann, Wolfgang Weiser, Stefan Pauleit, ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Wir haben einen wirklich tollen Tag mit euch erleben dürfen. Deswegen danke ich nochmal ganz herzlich allen Referenten, die hierher gekommen sind und wirklich auch diese schwierige Frage angenommen haben. Herzlichen Dank dafür. Das war schon mal ein tolles Geschenk. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, bei euch allen, dass ihr so tapfer uns die Stellung hier gehalten habt, also 280, Adrian hat das schön gesagt, das ist eine super, super Unterstützung, die wir brauchen und auch die Dinge, die Sie uns mitgegeben haben in der Diskussion, wie wir uns weiterentwickeln können, wohin die Reise geht, das machen wir dann mit besonders großer Freude, wenn wir wissen, dass es diese Unterstützung gibt und das haben Sie mit Ihrem Dasein, mit Ihrem Hiersein, mit Ihrem Dabeisein und Mitdiskutieren signalisiert. Dafür auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen und uns einen wunderbaren Abend und wenn Sie Lust haben, schauen Sie doch morgen, übermorgen noch vorbei, denn wir sind in Team mit Kollegen aus Kenia, aus Berlin, aus Osnabrück, aus der Schweiz und aus den Niederlanden und mal sehen, was bei diesen intimen Diskussionen so rauskommt. Also bleiben Sie neugierig und schauen Sie vorbei. Ein großes Dankeschön und einen schönen Abend alle zusammen.